Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Story of Seasons, Pioneers of Olivetown. So, im letzten Part haben wir ja massig Silber gesammelt und jetzt müssen wir das ganze Silber natürlich verarbeiten. Und ja, jetzt brauche ich rein theoretisch auch... Oh, Kirschen sind auch fertig. Das ist schön. Wenn Kirschen fertig sind, das freut mich doch immer wieder. Die geben mir einfach schon mal ein bisschen was an Geld. Oh, langsam kommen wir da auch gegen Ende. Wartet mal ganz kurz. Nein. So. Kurz die Sortierung ändern und dann geht das auch schon schneller. Gut. Das da noch sammeln und das da sammeln. Ja, da ist auch noch was. Bevor wir die lieben Tierchen rausholen. Da kommt mal das nächste Tier. Jetzt bauen wir den erstmal ab. Ernsthaft? Das erst anruhen. Steffi, bin ich dann ein bisschen höher gestiegen. Wie sieht es essenstechnisch aus? 6 von 10. Wunderbar. Ah, ich muss sie wieder aufräumen, ey. Komm, verarbeiten wir das zur normalen Mayonnaise. Tulpen sind fertig. Wunderbar ist das doch, hä? Ja, klar, ich muss jetzt noch gießen, ist richtig. Aber das mache ich gleich erst, wenn ich alles eingesammelt habe. Gut, Tulpen sind jetzt nicht so der Brenner, aber jedenfalls, es gibt Geld. Und das ist wichtig, denn... Oh. Natürlich habe ich die Gießkanne gerade nicht parat. So. Wieso ist denn meine Gießkanne leer? Was soll denn das? So. Alles einmal gießen. Ich wollte doch erst eigentlich das ganze Holz einsammeln, damit das dann schon mal verarbeitet wird. Oh. Ich und mein Hirn. Wir werden keine Freunde mehr. So. Danke. Danke, danke, danke. Das Holz brauche ich dann später. Dafür müssen die Bäume erstmal weiter wachsen. So, komm her. Der Baum noch weg. So, hier ist schon wieder so eine große Pfütze, ey. So.
Wunderbar. Könntest du das Alpaka mal rauslassen? Boah, ist das eine nervige Kuh. Steht die ganze Zeit im Weg. Ja, siehst du, das wollte nämlich raus. Das hatte ich jetzt ganz lieb bedankt, dass ich das jetzt rausgelassen habe. Das könnte ein guter Schnappschuss werden. Komm, dreh dich nochmal zu mir. Nicht von hinten, von der Seite. Nee. Ja, in meinem Album speichern. Schön, haben wir ein Foto von so einem Raben. Find ich gut. So, das haben wir erledigt, das haben wir erledigt, das haben wir erledigt. Dann kann ich jetzt ganz kurz X drücken und nicht Y. Ein paar Sachen verkaufen und dann aufräumen. Und zwar drastisch. Verdammt. Die Mayonnaise. Wirklich viel ist sie nicht wert, ne? Halt.13 Stück habe ich schon. Viel fehlt mir nicht mehr. Platz machen im Inventar. Davon habe ich schon 26 Stück wieder. Toll, wenn ich jetzt noch Holz hätte, wäre es schöner. Ja. Fehlt Ihnen auch manchmal das Holz? Ja. So, dann hier aufräumen. So. Aufräumen, wo es geht. So, einmal. So. Das ist jetzt alles ohne irgendwie groß in der Mine zu sein, wo ich jetzt schon so viel Ausdauer verbrauche. Da ist noch eine Pfütze. Da ist noch eine. Da ist noch eine Pfütze. Da ist noch ein Stein. Gut. Kann ich das jetzt wegbringen? Steinchen weg. Gras weg. Ich habe noch einen Tisch, den ich die ganze Zeit platzieren kann irgendwo. So. Verkaufen, verkaufen.
einsammeln und verkaufen. Neues Steinsalz herstellen. Runterrennen, Mayonnaise holen. Ach, Mayonnaise, Joghurt holen. Joghurt. So, den Joghurt verkaufen. Ja gut, wenn wir pro Tag 2000 machen, dann wäre ich ja schon mal relativ glücklich, sagen wir es mal so. Oh cool, da hat jemand ein Gewitter, also ein Blitz bei einem Gewitter aufgenommen. Das ist cool geworden, muss ich sagen. So. Samen holen. Gemischtwaren kaufen. Kartoffeln. Könnte ich jetzt noch einpflanzen? Zwiebeln, Erdbeeren, Radieschen, Futtersamen, Teesamen. Ich glaube, ich nehme Kartoffeln. Ich brauche 9 plus 8, das sind 17. 17 mal Kartoffeln. Ja, machen wir mal, komm. Wollte ich noch irgendwas anderes? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, was ich jetzt hier wollte. Klar, ich könnte jetzt noch meine Werkzeuge ausbessern. Ich habe ja die Hoffnung, dass ich das in dieser Folge vielleicht noch schaffe. So. Gut, dann kann ich jetzt hier wieder ein bisschen Verschönerungsarbeiten leisten. Klar, ich könnte auch so eine Steinmauer bauen, ne? So ist es jetzt nicht. Vielleicht würde die doch ein bisschen schöner aussehen, aber... egal. Erstmal stellen wir 11 Wege her. Da haben wir sie. So. Dass ich noch meine letzten Felder hier abstecke. Ah, oh, das ist so... Grrrsa! Nein. Zwei Stück brauche ich noch, danke. Gut. So. Dass ich hier weiter komme. So. So, dann ist das zu. Haben wir jetzt hier jedenfalls einen schönen Zaun. Na gut, schön ist jetzt relativ, aber akzeptabel. Noch mehr Joghurt habe ich nicht. Da, Holz ist fertig. Oh. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen Holz fällen gehen. 40 Stück habe ich schon. Das ist gut zu wissen. Wenn ich 40 Stück habe,
Vielleicht schaffe ich es doch noch. Weg damit. Meine Tasche ist voll. Ich glaub's nicht. Oh, das war jetzt natürlich doof. Das ist dann doof, dass man nicht alle eins hat, dass man dann nicht alle als eins aufsammeln kann. Wenn ich jetzt mal einzeln klicken muss. So, es sind mir zu wenig Bäumchen. Jetzt kriege ich irgendwie immer nur drei zusammen. Ich glaube, vom Holz her sollte es reichen. Jetzt hole ich ganz schnell mein... Ach, nee, es reicht noch nicht. Nein, das passt nicht von der Zeit. Oh, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Na gut, doch, es würde noch passen von der Zeit her, wenn ich jetzt das alles genau richtig abpasse. Würde es noch gehen? Nein, nein. Nee, nee, stopp. Das will ich verarbeiten. Ärgerlich. Das wäre jetzt meine Chance gewesen, ne? Ah, was mache ich denn? Da wollte ich hin. Festes Gras haben wir jetzt auch schon mal viel. Wenn ich irgendwie wüsste, wofür ich das Harz brauche. Das erfahre ich wahrscheinlich. Ach, ich habe Pilzsporen vergessen, seht ihr. Ja, das Holz brauche ich ja. Das Holz kann da ruhig wachsen. Selbst wenn mich das ein bisschen stört vom Aussehen her, aber... Lieber so als anders. Guck ich lieber, ob ich noch irgendwo was sammeln kann. Ja, bleibe ich diesmal echt lange wach bis 10 Uhr. Da mal noch was. Oh. Wir könnten nochmal da oben in dem Silberbereich schauen, wo ich beim letzten Mal so viel Silber gefunden habe. Und hier ist auch wieder ein Stein. Hier sind sogar zwei Steine. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwas zum Sammeln, ja. Solange meine Taschen nicht voll sind, ist das in Ordnung. Zwei Sachen darf ich noch sammeln. Das ist anders aussehendes Gras. Das sind Miesmuscheln.
So. Müsste jetzt ja bald fertig sein. Kommt. Jetzt spiele ich echt auf Risiko. 2, 1, Risiko. Steinchen packe ich jetzt erstmal weg. Ach, da oben. So, dann haben wir das Salz, das wir hier hinbringen können. Boah, einiges an Salz haben wir schon. Habe ich überhaupt irgendwas, wo ich mit Salz kochen kann? Was sind denn das da, was er da haben möchte? Milch, okay. Hauptgerichte Curry. Irgendwas, wo ich Salz brauche? Nö. Ja, hier brauche ich Zucker, das ist klar. Brot. Oh, Kräutertee. Okay, den hätte ich mir schon machen können. Okay. Tomatensaft. Gekochter Reis. Gemüsesaft. Tee. Brauche ich Teeblätter. Ah ne, Teeblätter brauche ich dafür. Genau, deswegen habe ich es mir noch nicht hergestellt. So, Enzyklopädie ansehen. Wir können ja auch mal ganz kurz hier reingucken. Und da seht ihr auch schon, was wir alles jetzt bisher haben. Immer noch geil. Sternkartoffel. Hier Pflanzen. Teeblätter hatte ich anscheinend schon mal gefunden. Okay. Baumfrüchte. Nicht wirklich viel. Die Pilzsorten. Wann hatte ich denn Honig? Milch plus. Eier. Gibt es auch unterschiedliche. Tierwolle. Angeln, Pionierarbeit. Steine. Ah, dazu zählen auch die Erze. Oh, guck mal, was uns hier noch fehlt. Wilde Pflanze. Kräuter. Das hatten wir schon alles. Okay. Verarbeitete Erzeugnisse. Okay. Kochen. Ja, aber die haben wir ja noch nicht hergestellt. Die haben wir nur entdeckt. Okay, also hier zählt es das Entdecken und nicht das Herstellen. Das finde ich gut. Gut, das hat uns jetzt wieder Zeit gekostet, aber hat uns leider hier jetzt noch nicht vorangebracht. Ah, das war nicht schlau gedacht. Genau, da habe ich die Kiste. Ist echt riskant, was ich jetzt hier mache, ne? Nicht, dass ich wieder umfalle, weil ich dann zu müde bin. Hier sieht aber eigentlich alles super aus. Ich könnte rein theoretisch in der Zeit einmal die Angel auswerfen und gucken, was passiert, aber... Ich weiß nicht, ob das wächst, aber ich hoffe, das wächst mal, ne? So, bereit machen für den Lauf. Und jetzt schnell nach unten laufen. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Komm, Tro, das schaffst du. Okay.
Baubahn. Ich brauchte nur 10, verdammt! Ich hab gedacht, ich brauch 20! Du möchtest also diese Brücke repariert haben, ja? Dann brauchst du etwas Zeit. Sie soll ja auch schön stabil sein. Na dann legen wir mal los. Oh, so ein Bockmist. Und ich dachte, ich brauch 20. Boah, jetzt ist mir schlecht. Kann ich ja doch dann meine Sachen herstellen. Oh, verdammt, 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 verdammt. Nein! Dann sage ich bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor 3. Tschüss, tschüss.